Hoch droben, fast schon über den Wolken, da ist sein Arbeitsplatz. Tausende Pfeifen, die, ja, überprüft, gereinigt, repariert und auch noch gestimmt werden müssen, das ist sein Job, der des Orgelbauer-Azubis Daniel Ort. Und wenn er über Orgeln spricht, dann ist er voll in seinem Element. Er kommt aus Deutschland und macht gerade in Vorarlberg seine Lehre. Also es sind mehrere Teile, die ganze Orgel. Da vorne ist ein Teil, das nennt sich Rückpositiv, hängt quasi über die Emporenbrüstung runter. Da sind eher kleine Pfeifen drin, wie man sieht, ungefähr 500 Stück. Rechts und links sind die zwei großen Teile. Das ist das sogenannte Hauptwerk auf der einen Seite. Da stehen die Hauptstimmen drin, die Hauptpfeifen, die man braucht, um die Gemeinde zu begleiten und um solistische Orgelstücke zu spielen. Auf der Seite hier drüben, sieht man jetzt gerade nicht so gut, sind die ganz großen Pfeifen. Die sieht man gleich von der Seite mehr. Diese Lehre zum Orgelbauer dauert 3,5 Jahre. In diesem Jahr sind es nur 3 Lehrlinge in ganz Österreich, die diesen exotischen Beruf erlernen wollen. Also ich finde es die perfekte Verbindung aus Technik, aus der Arbeit mit verschiedenen Werkstoffen wie Metall, Holz, sehr viel Holzarbeit, Mechanik, Elektronik und so weiter und vieles mehr und der Musik halt eben, die auch ein wesentlicher Bestandteil ist, denn wir bauen die Instrumente nicht zuletzt damit, dass es am Ende gut klingt. Warum ist diese Orgel hier etwas Besonderes? Weil ein Großteil der Pfeifen noch aus dem Jahr 1889 stammt, genauso wie das Gehäuse, was wir hier hinten dran sehen. Und auch ein Großteil der Technik ist noch aus dieser Zeit erhalten geblieben. Die Kirche wurde genau auch 1900 in diesem Zeitraum, 1890 etwa, eingeweiht. Und es ist quasi noch die erste Orgel. Die Orgel wurde allerdings in mehreren Epochen verändert. 1941 wurde sie umgebaut, da kamen neue Pfeifen rein zum Teil. 1991 wurde sie zuletzt umgebaut und da kam dieser Teil hier vorne, das sogenannte Rückpositiv, dazu. Was macht die Dame hier? Die Dame, meine Kollegin, reinigt gerade die sogenannten Zungenpfeifen. Das sind die Pfeifen, die einen trompetenähnlichen Klang haben. Da entsteht der Ton nicht dadurch, dass eine Luftsäule zu schwingen beginnt, sondern dadurch, dass ein kleines Metallplättchen, wie wir sehen können, ein kleines Metallplättchen von der Luft zum Schwingen angeregt wird und dann einen Ton erzeugt. Die Pfeifen werden alle auseinandergenommen und die Einzelteile gereinigt und am Ende werden sie wieder zusammengesetzt, gestimmt und neu intoniert. Was kann denn an so einer Pfeife kaputt gehen oder nicht mehr so rein klingen? Es können ganz viele Sachen sein. Also erstmal können mechanische Beschädigungen an der Pfeife sein. Das ist jetzt hier zum Beispiel, hier oben ist die Pfeife ein bisschen eingedrückt und eingerissen. Hier, wo man sie normalerweise stimmt. Das kann man ganz einfach mechanisch beheben. Also das kann man wieder gerade biegen. Es kann sein, dass ganze Pfeifen komplett krumm verbogen sind vom Stimmen, das passiert auch nach einer Weile. Hier sehen wir jetzt eine, bei der hier oben die ganze Fläche beschädigt ist. Das müssen wir jetzt komplett reparieren. Die Orgelpfeife wird wieder gerade gebogen, wird zugelötet und neu aufgeschnitten. Und Daniel nimmt uns mit. Wir klettern ins Innere der Orgel, das außer dem Orgelbauer noch niemand betreten hat. Wir sind jetzt im sogenannten Schwellwerk. Hier vorne uns ist normalerweise geschlossen. Hier sind diese einzelnen Holzlatten eingesetzt, die man auf- oder zumachen kann. Das kann der Organist bedienen. Damit kann er die Pfeifen, also den Klang draußen, lauter oder leiser machen. Diese Schwellrippen werden von uns ersetzt. Es kommen neue rein, die dichter schließen. Und hier hinten dran stehen auf 2 Etagen ungefähr 1500 Pfeifen. Alte Pfeifen aus dem Jahr 1889. Pfeifen aus dem Jahr 1941 und Pfeifen aus dem Jahr 1991 stehen hier zusammen.
in ganz verschiedenen Klangfarben und ganz verschiedenen Bauformen. Wie man sehen kann, Holzpfeifen, Pfeifen mit Deckel, offene Pfeifen, dünne Pfeifen, dicke Pfeifen, die alle einen unterschiedlichen Klang erzeugen. Hinten sind jetzt die ganz großen Pfeifen mit einer Länge von über 5,20 Meter. Und das hier ist eine der kleinsten Pfeifen der Orgel, mit einer klingenden Länge von nur einem Zentimeter etwa. Denn das hier unten alles ist nur, da strömt nur Luft durch, da entsteht kein Ton. Der Ton entsteht erst hier an der Öffnung und wird, die Luft schwingt hier in dieser Säule etwa einen Zentimeter lang. Sowas spielt man natürlich nicht alleine, sondern diese Pfeife erklingt dann meistens mit anderen Pfeifen zusammen und ergibt einen ganz strahlenden, festlichen Klang. Habt ihr keine Angst, dass ihr durcheinander kommt? Dass man die dann falsch einsetzt? Also die Pfeifen sind alle einzeln beschriftet. Okay. Es steht bei jeder Pfeife die Klangfarbe dran und der Ton. Und wir wissen natürlich auch an der Form, welche Pfeife wohin gehört. Orgelbauer sind sehr gefragte Leute. Wenn sie hier nach einigen Monaten Arbeit fertig sind, dann zerstreuen sie sich in die ganze Welt. Daniel wird nach Paris gehen, sein Kollege nach Asien. Da werden sie sich wieder darum bemühen, dass die Königin der Instrumente ihre Stimme nicht verliert.